das schließt das Leben aus. Nicht? Ich erinnere mich, wie, ich weiß nicht, wie lange hier in the Laboratory for Artificial Intelligence in MIT kam der damalige Leiter, das war schon nicht mehr Minsky damals, zu mir und hat gesagt, wir haben jetzt ein Programm, das Geschichten versteht. Na, das hat mich interessiert. Nicht? Und da sagt er, komm, ich zeig dir. Nicht? Und er macht eine Tape an oder was auch immer das Medium damals war. Und okay, jetzt hat er Hamlet geladen. Und das ist die Geschichte. Und jetzt kann ich Fragen stellen. Nicht? Ja, da kann ich fragen, wo wohnt der Hamlet? In Dänemark, antwortet die Maschine. Ob das jetzt Sprache war oder eingetippt oder das ist was anderes. Ja, was war sein Beruf? Er war ein Prinz und so weiter, nicht? Und die Überzeugung in diesem Labor war, dass eine Geschichte zu verstehen bedeutet, die Fähigkeit zu sagen, what happened? Nicht? Wenn es eine Detective Story ist, dann who did it? Nicht? Dann versteht man die Geschichte. Nicht? Und da denke ich an, ich hab 5 Kinder, 4 davon Mädchen. Und da denke ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, ob ich 16 war oder 26, ich weiß nicht. Wenn ich zum ersten Mal King Lear gelesen habe von Hamlet. Nicht? Und ich habe es gelesen und ich habe es verstanden. Nicht? Ich habe mir nicht gesagt, das verstehe ich nicht. Nein, ich dachte, ich habe es verstanden. Und dann vielleicht, wenn ich 36 war oder 40 und da sind die Kinder, dann habe ich es gelesen. Nicht, dass ich mir vorgenommen habe, ich habe es einfach mal wieder gelesen und ich habe es wieder verstanden. Aber diesmal hatte ich ein längeres Leben hinter mir. Und Erlebnisse, das ist ein gutes Wort, Erlebnisse hinter mir und besonders die Kinder, nicht? Und jetzt bin ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Lear gelesen habe, ich lese es nicht alle 30 Jahre pünktlich, nicht? Aber vielleicht war ich 75, wieder gelesen und jetzt sind meine Kinder erwachsen. Und ich weiß nicht, ob Sie Lear kennen, aber es ist über Eltern und Kinder und so weiter, nicht? Darum geht es. Und es würde jetzt nicht genügen, wenn ich Ihnen sage, what happened, nicht? Also zu lesen, nicht um Fakten rauszukriegen, sondern zu erleben, nicht? Das ist wichtig, nicht? Das ist wichtig. Und dann, ich werde etwas anderes erzählen, das ich schon 100 Mal erzählt habe, aber sicherlich haben Sie es noch nie gehört. Das hat mit Verstehen zu tun. Ich war mal in New York, in Manhattan. Vielleicht war es 42nd Street und Lexington Avenue. Jedenfalls da gerade im Zentrum von Manhattan, 3 Uhr Nachmittag, viel Verkehr, da stehe ich auf der Straße an einer Ecke, die Ampel ist rot, da stehen viele Leute neben mir, nicht? Also alle warten, bis die Ampel grün wird. Und da steht ein Mann neben mir, so ungefähr mein Alter, und wir sprechen Englisch, aber ich werde alles auf Deutsch erzählen, es macht überhaupt keinen Unterschied. Da steht neben mir, er stoßt mich an mit seinem Ellbogen, so ganz sanft, nicht? Und ich wende mich zu ihm und er fragt mich ganz leise, fragt er mich, sind Sie Jude? Sage ich, ja. Wie spät ist es? Und dann sage ich ihm, es ist 3 Uhr. Das ist die ganze Geschichte. Okay, und jetzt frage ich, also das ist eine Geschichte. Okay, es ist eine Geschichte. Und es kann gedruckt werden in einem Buch, die Geschichte. Nicht? Und jetzt zu der Frage, was bedeutet es, diese Geschichte zu verstehen? Also jeder von euch kann jetzt die ganze Geschichte wiederholen. Nicht? Also zu sagen, what happened?
nicht? Bedeutet das, die Geschichte zu verstehen, nicht? Und jetzt kommt die Frage, was bedeutet es, was ist die Bedeutung? Und die Antwort ist, es gibt keine kanonische Bedeutung, keine, ja, die Bedeutung, nicht? Die Bedeutung entsteht in dem Empfänger der Geschichte, ob er es erlebt habe wie ich oder Sie haben es eben gehört, nicht? Und Sie machen eine Interpretation und die kann ganz verschieden sein, nicht? Und die kann ganz anders sein als meine. Und meine Interpretation und Ihre würde auch so sein, es kann nicht anders sein, involviert meine ganze Lebensgeschichte, nicht? Also es ist aus was ich wurde in meinem Leben, dass ich diese Geschichte interpretiere und erlebe, nicht? Na okay, es ist, that's deep stuff, ich lasse es ruhen. Da fällt mir ein Zitat ein von dir, das den Gedanken weiterspinnt und der geht: Menschen können lernen, das heißt Neues schöpfen. Und das zeigt, dass Lernen was ganz anderes ist, als Prüfungen bestehen zu können oder für Prüfungen zu lernen, sondern dass Wissen produzieren bedeutet, Wissen aufnehmen. Und Wissen aufnehmen bedeutet Wissen produzieren. Und das ist eine einzige Einheit, eine komplexe Einheit, die hochinteressant ist. Ja, ich muss anknüpfen zu, was ich eben gesagt habe. Ich werde die Frage stellen und beantworten. Was ist Information? Und eine Antwort, die ganz richtig ist, leider habe ich vergessen den Namen, der mir das gelehrt hat. Ich habe vergessen, ein alter Anthropologe, aber ich habe seinen Namen vergessen. Nein, ich lasse es. Jedenfalls, die Antwort ist, ich sage es auf Englisch, Information is a difference that makes a difference. Okay, es ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und jetzt kommt die Frage, ja, was bedeutet Unterschied macht? Na ja, zu dem, der es hört oder der es wahrgenommen hat, nicht? It makes a difference. So, das bedeutet unter anderem, dass wenn ich Ihnen sage, dass heute ist Freitag, mit vielleicht Ausnahmen von denen, die von Alzheimer leiden, that doesn't make any difference to you. Dass Sie jetzt hören, dass es Freitag ist, nicht? Der Kern der Sache ist, dass wir empfangen nicht Informationen. Der Fernseher oder die Zeitung oder ich jetzt, als ich spreche, gebe Ihnen keine Information. Was ich Ihnen gebe, ist Signale oder Nachrichten oder Daten, wenn Sie wollen. Und Sie interpretieren diese Daten. Und Sie interpretieren diese Daten im Licht Ihrer Lebensgeschichte. Nicht? Und es ist diese Interpretation, die aus den Signalen, die Sie empfangen von der ganzen Welt, nicht? In diesem Fall zum Teil von mir, die aus dieser Signalinformation machen. Wie lange lebt diese Information? Nicht sehr lange, weil was passiert, nebenbei, ist das höchst Private, das wir überhaupt erleben. Dieser Akt der Interpretation von Signalen, die wir empfangen, nicht? Und was passiert? Wir inkorporieren die Information, die wir eben selbst hergestellt haben. Anders geht es nicht. Wir dann inkorporieren diese Information in das Wissen, was wir schon haben, nicht? Wo es passt.